Hallo, mein Name ist Vinci von Dimension Wovi. Schön, dass du einschaltest hier zum Rennen Sonntag wieder auf dem Red Bull Ring, sorry. Und wieder mit am Start ist der gute Ball. Yo, natürlich bin ich dabei hier zum Rennen und Sack gestartet. Ja, ich habe ich meinen wollte mal Start kurz jetzt. erwähnt haben. Ja, deswegen machst du jetzt während dem Rennen mal die Anmoderation. Oh, und ich werde schon wieder gedreht von Hurensohn. Ja, toll. So gut wie mein Start, war's gesehen? Ja, ich habe gesehen, wie er dir hinten in den Kofferraum geparkt hat. Ja, ja. Er hat mich zum Glück, muss man wirklich fast sagen, er hat mich ja wieder umgedreht. Aber trotzdem war ich eigentlich ja, aber Erster. Das Problem, Das ja, war du, mein war, du warst Erster, Home. aber das Problem ist, er hat zwar gebremst, aber er ist halt noch gerutscht. Ja, aber viel zu spät, Alter. Der wäre sonst wohin gerutscht, wirklich. Viel zu spät. Also er hat mich sowas von erwischt. Ja, einsam ziehe ich meine Runden. Hoffe natürlich auf den Start-Zielsieg, ja. Aber es kann ja noch viel passieren. Ein Pflichtboxenstopp ist aber auch, ne? Muss ja, man bedenken. Pflichtboxenstopp ist auch noch, ja. Ah, das ärgert mich. Normal hätten wir uns da vorne gefightet. Aber ich bin ja wirklich froh, dass er mich nicht ganz gedreht hat, ne? Ich weiß halt nicht, ob er es, hat es glaube ich aber auch nicht absichtlich gemacht. Er ist einfach viel zu spät in die Bremse. Leider. Und so hat er mich dann halt, aber zum Glück hat er mich wirklich wieder umgedreht zu sein, dass ich gleich weiterfahren konnte. Trotzdem ärgerlich. Schauen wir mal, ob wir uns wieder vorfighten können. Aber bis jetzt läuft er, ne? Der hinter mir hat sich aber, glaube ich, gerade verabschiedet. Ja, der hinter mir ist Pit eigentlich. Achso, der ist in die Box gefahren. Weil der wird sich wahrscheinlich mal schön. Das ist der, der wahrscheinlich raufgefahren ist. Ne, ne, der mit Dings ist vorne. Der ist vor mir. Okay. Bin jetzt auch hart im Windschatten. Ja, der mit draufgefahren ist, jetzt sieht man auch ein bisschen vorne. Boah, ich bin so hart nah an ihm dran, ne? Aber das Überholen ist halt auch schwer, ne? Also fair, ne? Ja. So, ich muss mich jetzt mal ein klein bisschen konzentrieren, weil der rückt mir ganz schön auf die Pelle. Boah, wir machen hier einen Zweikampf des Grauens, ey. Ich will ihm einfach Fehler einjucken in dem Kerl. Das reicht mir schon. Schon der Schrecke schon, das hat auch wieder Zeit gekostet. Ich liebe die letzten zwei Kurven, ne? Das ist richtig geil. Der kommt hier ganz schön nah, elektrische Marsch. Na, ah, wieso fahre ich nicht durch? Warum bremse ich schon noch mal kurz? Wie dämlich von mir. Hab ich ein bisschen Luft gelassen, ey. Ja, da komme ich dann wieder. Nee, doch, mit 7 Minuten. Ihr habt da vorne einen Zweikampf, ich mache einen Zweikampf mit dem, schade, dass der dritte da ein bisschen raus ist, weil der war auch hart an mir dran. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Warum der in die Box ist. So. Oh, hat er einen Fehler gemacht? Der zweite? Anscheinend. Nein! Du hast einen Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Gedreht? Verbremst! Ah. Oh, oh ja. Alter, so ärgerlich gerade. Naja, das ist aber trotzdem ein geiles Ding bis jetzt. Bis jetzt ist geil. Oh, er ist auch hart ins Gras gefahren, aber er hat sich noch gerettet. Oh, das war knapp für ihn. Beinahe hätte er sich auch rausgejuckelt. Das Problem ist, ich bin dem schon wieder so hart am Arsch. Ja, und wir kommt hier näher ran. Richtig geil gerade, ich schwör's dir. So, stell dir vor, jetzt hast du noch so 10 Leute, ey. Noch hinten noch ein Big Krüppchen. Wahnsinn, so kann es Spaß machen, das Game. Oh,
Oh, er ist ein bisschen weit rausgefahren, aber das war noch klar. Persönlich beste Rundenzeit. Fahren. Oh, jetzt hat der. Oh, der Porsche hat richtig gut Dings, ey. Richtig geile Kurve genommen. Er ist richtig nah an euch dran. Irgendwas hat er gerade richtig gemacht. Ich hatte es ein bisschen hintergeschlagen wieder. Oh, das war jetzt richtig gut mit dem Fried. Boah. So hart, wir sind alle so hart aneinander, ne? Jetzt das ist richtig geil. Wie gesagt, das ist das, wofür das Spiel im Moment lebt, Alter. Ja. Ey, schade, dass der fünfte wirklich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Warum er in die Box ist, aber er war auch nah dran. Vielleicht hat er sich halt irgendwie. Ich komme nicht an den Porsche ran, ne? Der macht's halt gut. Jetzt ist er wieder ein bisschen ins Kies gefahren, das hat ihn ein bisschen gekostet. Ich klebe halt echt an seinem Heck, aber ich komme nicht an ihm vorbei. So geht's mir gerade hier wieder vorne dem. Ich komme nicht an ihm vorbei. Habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Alter, komm, den muss ich mir holen, Alter. Ja, jetzt denke ich mir auch die ganze Zeit. Ich komm's ja vorbei. Zum Verrecken nicht, wirklich. Awesome in the first sector. That's your best split so far. So, komm. Komm. Ey, Stoßstange, Eckstange, Alter. Ja, wir auch. Ich schwör's dir. Ja, der macht auch nichts falsch gerade. Also, in Anführungszeichen ist falsch, aber schon nicht, ne, aber. Ah, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Oh, und der andere hat sich auch gedreht. Was ist denn hier passiert? Ich bin zwischendurch reingebremst und er hat mir, ist dann mir ins Heck gefahren. Und hat sich dann. Ich bin auch ins Heck gefahren. Aber wir sind gleichzeitig sozusagen, fahren wir jetzt hier. Fuck. Aber gut, wir drei sind noch zusammen und er ist immer noch vor mir. Fair. Weil ich hab's halt gerade verkackt. Ich hab's einfach verkackt gerade. Oh, jetzt ist er ein bisschen zu weit. Okay, geht noch. Also ich würde sagen, es war jetzt, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. War das jetzt fair oder nicht? Ich habe halt versucht, in der Kurve bin links halt auf die Linie, ich bin rechts rausgezogen, habe gebremst und bin halt ein bisschen gerutscht beim Bremsen. Also ich würde ja, sagen, das war ein Messer zwischen den Zähnen, aber okay. Ja, ich bin ihm halt echt hart hineingefahren, ne? Aber er ist jetzt immer noch vor mir, weil ich halt auch mich selber gedreht habe. Das ist dann fair, also. Ein bisschen verbremst, ey. Puh, mein Herz, Alter. Ohne Scheiß. Voll Herzrase gehabt, Evo. Weil ich musste ihn bekommen. Und ey, ohne Scheiß. Er hätte hier einfach nur. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Oh, ganz da vorne, ja. Guck, wir haben uns halt alle gedreht, ne? Bis auf du. Ja, das Problem ist. Hätte er jetzt nicht durchgezogen, hätte einfach gesagt, komm, scheiß drauf, ich warte einfach die Millisekunde, wäre er mir den Zeck gefahren und hätte sich dann nicht dabei gedreht. Aber bei uns hat sich eigentlich nichts verändert. Ich bin immer noch hart an dem dran, also hätten wir uns eben nie gekollisiert. Nie. Also das ist ganz geil. Problem ist, der holt halt auf der Geraden. In der Geraden ist der Ferrari halt auch schnell. Aber in der Kurve tue ich halt wieder sau viel rausholen im BMW. Ich mir echt die ganze Zeit schon mit dem hier ein absolutes Bell, Alter. Ich krieg ihn aber nicht rein, ey. Just at your own personal best fastest lap. Keep it up. Ich krieg ihn einfach nicht.
Auch der andere fährt da vorne. Aber ich muss sagen, ey, die Jimmys und ey, die sind alle fair, ja? Also du siehst, wenn du das Elo-System anmachst und voller Schaden hast, fahren die alle fair. Ja, es war halt ärgerlich, dass ich den hart reingeheizt bin, aber im Endeffekt hat sich ja nichts links geändert. Gut, du bist jetzt eh in die Box, oder nicht? Ich glaube ja. Jetzt kannst du Glück haben, dass vielleicht die Boxencrew von ihm scheiße baut, oder? Ja, das Problem ist, mein Auto ist auch relativ jetzt beschädigt. Kommt drauf an, wer jetzt länger steht, ne? Boah, jetzt habe ich mich fast gedreht, ey. Jetzt habe ich ein bisschen verloren Zeit. So, dann kommt der Pflichtboxenstopp. Sagt er es an, ja? Ja. Sagt er eigentlich relativ frühzeitig schon an. Ja, sagt er es auch. Es ist halt irgendwie schade, jawohl. Ja, wenn man unterschiedlich in die Box. Oh, der eine hat sich hart gedreht. Oh shit, ist er eingeschlagen. Oha. Der Ferrari? Ja. Und der Porsche ist nicht in die Box gefahren. All clear. Go, go, go. Auch schlecht für ihn. Oh, hat der Ferrari sich gejuckt. Ja, der Porsche ist disqualifiziert. Ja. Ah, ja, ja, ist ja nicht Dings. Hat es irgendwie verkackt reinzufahren halt, ne? Schade, schade, dass er nicht reingefahren ist, weil er der Zweikampf weitergegangen wäre, weißt du? Weil er wäre ja dann mit mir auch reingefahren. Und wäre dann weitergefahren. Hä, ja, wieso ist der Coco? Ist der jetzt Erster, der K.O.? Ja. Oder was ist da jetzt? Ja, verstehe ich nicht ganz so. Ich auch nicht. Ah, schade, dass der Porsche da nicht auch reingefahren ist in die Box. Weil er wäre ja auch mit mir jetzt hier rausgefahren wieder fast. Komisch, warum jetzt dieser eine Typ vorne ist, hä? Ja, verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Wann war denn der in der Box? Der Fischbox ist doch wieder. In der ersten Runde, wo ich doch gesagt habe. Normalerweise dürfte das doch gar nicht gewesen sein, weil der, wenn du so zwischendurch in die Box fährst, ruft der dich trotzdem nochmal in die Box. Tja, gute Frage. Boah, die Ferrari hat es halt komplett zerlegt, ne? Den hat es richtig gescheppert. Auch disqualifiziert, der Ferrari. Ja, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, Coco, dann hast du wirklich gut gespielt. Aber irgendwas hat er richtig gemacht, ne? Ja, anscheinend, wie gesagt, dann, weil damals, als gut, wir haben vor dem Patch gespielt gehabt, da hat er es nicht benommen. Vielleicht hat er es seit dem Patch benommen. Weil, wollte gerade sagen, der ist in der ersten Runde ja in die Box. Da habe ich schon gesagt, warum ist denn der in die Box da, weißt du? Richtig. Anscheinend ist der in die Box und ist dann da durchgeheizt, ne? Ohne irgendwie sich zu, ne? Ja. Hat er gut gemacht dann anscheinend. Müsste man auch mal verfolgen, aber vielleicht sieht man das. Wir gucken uns das ja einfach nochmal an und dann vielleicht sieht man das. Ja, bin jetzt auch durch. Ja. Ja, auf jeden Fall geiles Rennen eigentlich, oder? Mal mit Abstand. Ja. Project Cars Verhältnis, also Project Cars 2 war das auf jeden Fall, sieht man, was das Potenzial eigentlich hat, ne? Genau, richtig. Definitiv, also. Also wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen, wenn euch das Rennen gefallen hat, Daumen nach oben und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Rennen da auch wieder dabei. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dahin, tschüssi.